Der erste Flop, das war die Lieferung von DHL-Paketen direkt in den Autokofferraum des Empfängers. Das war in einigen deutschen Städten mit speziellen Automodellen von 2015 bis 2017 möglich. Die Empfänger brauchten ein speziell ausgerüstetes Auto von Smart, VW oder von Audi. Und dann lief das so, der DHL-Zusteller hatte eine App, wahrscheinlich auf seinem Smartphone. Darauf konnte er die Fahrzeugposition sehen. Das Fahrzeug musste in der Nähe der Hausanschrift des Empfängers geparkt sein. Und dann konnte der DHL-Zusteller einmalig den Kofferraum des Fahrzeugs öffnen, um dort ein Paket hineinzulegen. Auch die Mitnahme von Retouren war auf diesem Weg möglich. Technisch war das Ganze aber relativ aufwendig. Ich glaube, die Fahrzeuge mussten alle in einer Werkstatt umgerüstet werden für diesen speziellen Kofferraumöffnungsmechanismus. Sie brauchten einen GPS-Sender und wegen dieses Aufwands hat sich diese Kofferraumlieferung wahrscheinlich nicht durchgesetzt. Punkt Nummer zwei. Wer erinnert sich noch an All You Need Fresh? Das war ein Online-Supermarkt von Deutsche Post DHL, war aber wahrscheinlich nicht wirtschaftlich. Deshalb wollte Deutsche Post DHL diesen Supermarkt wieder loswerden, also verkaufen. Das war im September 2018. Da hat die Deutsche Post schließlich einen Käufer für All You Need Fresh gefunden. Das war die Delticom AG. Aber jetzt das Besondere, Delticom hat an die Deutsche Post kein Geld bezahlt, um All You Need Fresh zu kaufen, sondern im Gegenteil, Deutsche Post DHL hat noch angeblich mehr als 11 Millionen Euro dazugegeben, damit Delticom All You Need Fresh übernimmt. Also richtig kurios. Wahrscheinlich wollte DHL diesen Online-Supermarkt unbedingt loswerden und hat noch Geld oben drauf gelegt. Ja, der neue Eigentümer Delticom hatte mit dem Kauf kein Glück. Nach 2 Jahren wurde All You Need Fresh dann komplett eingestellt. Der nächste Punkt, Nummer 3. 2014 hatte die Deutsche Post mal eine eigene Messenger-App entwickelt, namens SimsMe. Stand für Secure Instant Messenger. Und das sollte eine Konkurrenz zu WhatsApp werden, mit besonderem Fokus auf Datenschutz. Denn alle Nachrichten über SimsMe waren Ende zu Ende verschlüsselt. Das war damals noch eine Besonderheit. Und der komplette Datenverkehr lief über deutsche Server. Es gab auch einige behördliche Anwender für SimsMe. Zum Beispiel die Landespolizei Niedersachsen hat diesen Messenger verwendet. Und private Anwender haben SimsMe mehr als 1 Million Mal heruntergeladen. Aber wie wir heute wissen, SimsMe hat sich nicht durchgesetzt als WhatsApp-Alternative. Die Deutsche Post hat SimsMe verkauft im März 2019 und schon wenige Monate später musste der neue Betreiber dann Insolvenz anmelden. SimsMe gibt es nicht mehr. Punkt Nummer 4, das war der posteigene Bezahldienst namens PostPay. Er wurde 2013 gestartet. Ja, mit PostPay konnte man, glaube ich, Internetmarken kaufen. Auch die Bezahlung bei All You Need Fresh war damit möglich. Und die Besonderheit war auch eine Offline-Bezahlfunktion in Netto-Supermärkten. PostPay war eingebunden in die Netto-App und damit konnte man halt in Supermärkten bezahlen. Eine Besonderheit, wenn man in Online-Shops mit PostPay bezahlte, dann musste der jeweilige Händler die Ware mit DHL versenden. Also auch eine Kuriosität. PostPay hat sich nicht durchgesetzt, wurde eingestellt im Jahr 2019. Und Flop Nummer 5, ja, das war der Postbot. Er wurde im Oktober 2017 mal in Bad Hersfeld versuchsweise eingesetzt. Eigentlich ist der Postbot eine gute Idee gewesen, denn er diente der Entlastung von Zustellern. Anstatt diese Postkisten mit Briefen auf dem Fahrrad oder auf Handkarren durch die Stadt zu schieben, konnte man bis zu 6 Postkisten auf dem Postbot draufladen und dieser Roboter fuhr dann automatisch dem Zusteller hinterher. Der Zusteller wurde von manueller Tragearbeit entlastet. Aber nach diesem Pilotversuch in Bad Hersfeld hat man von dem Postbot nie wieder etwas gehört. Dem französischen Hersteller, den gibt es aber noch, der ist nicht pleite gegangen. Und der nächste Punkt, Nummer 6. Ja, Flop Nummer 6, das war ein richtig großer, nämlich der DHL-Paketkasten. Der kam 2013 auf den Markt und wurde beworben als Briefkasten für Pakete. Paketkästen kennt ihr wahrscheinlich, das ist jetzt keine Erfindung von DHL. Wenn man als Kunde nicht zu Hause ist, kann der Zusteller eure Pakete diebstahlgeschützt im Paketkasten hinterlegen. Aber DHL hat jetzt eine Variante des Paketkastens auf den Markt gebracht, die richtig kompliziert gestaltet war und am Bedarf der Kunden vorbei. Nämlich der DHL-Paketkasten konnte nur von DHL-Zustellern bedient werden. Wenn ihr ein Paket mit Hermes, DPD, GLS erwartet habt, diese fremden Pakete konnten dort nicht hineingelegt werden. Das Ganze wurde realisiert mit einem speziellen Schloss, das mit einem RFID-Funkchip geöffnet werden konnte. Aber diese Öffnungstechnik war so fehleranfällig, dass DHL-Zusteller häufig gar nicht an den Kasten herankamen. Die konnten die Tür nicht öffnen, um dort Pakete hineinzulegen.
Und es gab auch mal einen Zeitungsbericht oder mehrere Berichte, dass Kunden auch nicht den DHL-Paketkasten öffnen konnten, um ihre Sendung zu entnehmen. Ein Kunde war mal so verzweifelt, der hat den Paketkasten aufgebrochen, um an seine wichtige Post heranzukommen. Und damals, als es den Paketkasten gab von DHL, haben sich auch viele Kunden an Paketer gewandt und die berichteten, dass DHL-Zusteller häufig gar nicht mit diesen speziellen Funkchips ausgestattet waren. Also die hatten den Chip gar nicht dabei, um diesen Paketkasten zu öffnen. Von daher sage ich, der DHL-Paketkasten ist zu Recht gescheitert. Es gab ihn von 2013 bis 2018, dann hat DHL den Vertrieb eingestellt. Und Punkt Nummer 7, ja, im November 2013, da schickte Deutsche Post in Kooperation mit dem ADAC 60 Fernbusse auf Deutschlands Straßen. Da fragt man sich, was will die Deutsche Post im Fernbusmarkt? Aber irgendwie war das damals wohl der Trend. Deutsche Post hat sich gedacht, Fernbusse, damit kann man Geld verdienen. Aber dem war nicht so. Schon ein Jahr nach dem Start gab es Medienberichte über Millionenverluste, die der ADAC Postbus geschrieben haben soll. Der ADAC verabschiedete sich dann aus der Kooperation und die Deutsche Post hat den Postbus noch einige Jahre selber weitergeführt. Aber er war nicht wirtschaftlich und verkauft wurde er im Jahr 2016 an den Wettbewerber Flixbus. Der Postbus soll nur einen Marktanteil von 10% erreicht haben. Ja, ich könnte diese Flopliste jetzt noch ein bisschen fortführen, zum Beispiel mit dem DHL-Paketcopter dieser Drohne oder der E-Postbrief, der ist auch gefloppt. Es gab auch mal Postreisen, dort konntet ihr euren Sommer- oder Winterurlaub buchen. Also lauter verrückte Ideen, die teilweise fernab vom Kerngeschäft sind. Aber zur Verteidigung der Deutschen Post blende ich euch jetzt noch mal einen Satz von Frank Appel ein. Aber wenn man nichts prosiert, dann geht auch nie was schief. Und wenn nichts schief geht, dann ist man morgen nicht mehr da. Mhm. Weil dann hat man nämlich keine Ideen gehabt. Ja, ich stimme ihm dazu. Die Deutsche Post DHL soll ruhig mal ein Neues ausprobieren. Innovationen schaden ja nicht. Aber bitte nicht so weit ab vom Kerngeschäft. Also einen eigenen Messenger oder einen eigenen Bezahldienst braucht die Deutsche Post meiner Meinung nach nicht. Was ich ganz gut fand in letzter Zeit, die neuen Briefmarken mit Matrix-Code, also mit kostenloser Basissendungsverfolgung. Das war eine Erfindung, eine Innovation, die uns Kunden auch zugutekommt. Also das hat mir richtig gut gefallen. Und wenn ihr jetzt noch mehr erfahren möchtet über diese Briefmarken mit Matrix-Code, dann schaut euch gerne noch dieses Video hier an auf dem Kanal namens Paket da.